Also hier treffen halt viele verschiedene Kulturen aufeinander und deswegen lernt man viel über fremde Kulturen. An unserer Schule ist anders, dass wir hier viel mehr Ausländer haben als an anderen Schulen. Und das bereitet uns dann halt für das zukünftige Leben vor, dass wir auch lernen, mit verschiedenen Kulturen klarzukommen. Und einen zu respektieren und so anzunehmen, wie er ist. Dass man nicht auszugrenzen hat, dass man keine Gruppen bilden soll. Es gibt halt immer wieder, dass neue Schüler zu uns in die Klasse kommen, die dann halt auch kein Deutsch können und die dann extra Kurse bekommen. Man sieht ja hier das Ergebnis, wie es gut laufen kann, weil wir halt keine schlechten Erfahrungen damit gemacht haben. Und das wäre zum Beispiel ein positiver Aspekt dieser Schule, also unserer Schule, mit einzubringen als Idee. Ich finde es ja auch toll hier. War mal eine gute Entscheidung. Es gibt ja zum Teil Vorurteile, wo gesagt wird, Leute, die von anderen Ländern kommen, ja, die sind eventuell intellektuell nicht in der Lage und so weiter und so fort. Das sind wirklich Vorurteile. Dieser Umgang miteinander im Alltag, nicht über Fremde zu reden, sondern miteinander zu sprechen, auch Widerworte zu kriegen, sich zu irren, auseinanderzusetzen, das ist das Entscheidende. Aber ich glaube, dass man hier sehr viel gibt und dann bekommt man auch sehr viel zurück. Und das halt in direkter Aktion von Schülern. Ne? Die Lehrer sind auch sehr engagiert, was das angeht. Ja. Also wir wollen wirklich alle, dass die Schüler es schaffen bis zum Abitur und ja, kümmern uns wirklich auch darum. Und es ist viel Aufwand, das muss man sehen. Aber das ist eben auch hier das Angenehme und das Positive an dieser Schule. Sie kriegen unwahrscheinlich viel positives Feedback zurück. Das ist wirklich so.